So gut, wir gucken uns jetzt mal den LMU-Patch an. Let's go. Le Mans Ultimate September Update. Na dann mal los. Welcome back, Le Mans Ultimate fans, to the overview of our second major update. Last time out in June, we updated the game to incorporate some of the more requested features in our forums. A radar, replay functionality, and a new and improved race start system. Following that major patch, we released our 2024 season pass and first DLC pack in July, featuring two exciting new hypercars, the 2024 specification Peugeot 9X8. Peugeot, ich weiß immer noch nicht, was das soll. Das andere fuhr sich echt besser. Und scheinbar performte der auch besser. Peugeot, please. Mal gucken, was sie diese Saison machen bei Peugeot. Ich hoffe, dass sie das auf die Reihe kriegen. And the incredible Lamborghini SC63 alongside the legendary Imola racetrack. For this release, we're combining brand new features and content updates. Let's take you through what you can expect in this major release. Ich finde das ja voll schön, ne, dass in meinen Kommentaren bei YouTube sich so viele Leute über den Sound beschweren, okay? Das hier ist nicht besser als meins bei mir in der Bude. Ich habe das Gefühl, bei mir, aufgrund der Tatsache, dass ich das ein oder andere Mal etwas kritisiere bei anderen Menschen, ist die Messlatte ganz schön hoch. Weil der Sound hier hört sich genauso an wie bei mir in der Bude. Jetzt nicht mit dem Headset, aber aus den Videos. Gut, fahren wir vor. Number one, Co-op Mode. Oh! We've been talking about this one for a long time, and it's finally here. Co-op is an asynchronous multiplayer experience that will allow you to race as a team of friends, competing in a race against AI opponents at a difficulty level and time of each player's choosing. Ooh. We did initially plan for this feature to be available on release, but we went back to the drawing board. We needed to refine the feature with greater meaning, and hopefully that's what you'll experience in this first public release. This new game mode, powered by our online platform Race Control, will see you register for events with time-limited availability and compete on the global leaderboard as a team. Invite your friends to compete in an endurance race where you will be given the option of switching drivers during pit stops. During these driver swaps, you'll be able to message your teammate about your thoughts on the race so far and how your stint went. Each lap of the race accumulates points based on a number of criteria, including your difficulty level, the assists you choose, or lack of them, and driving clean laps. We add these up and give you a place on the leaderboard, which, in future, may be used for qualifying for events such as the 24 Hours of Le Mans Virtual or for prizes. Oh, da habe ich ja aber jetzt gleich wieder riesige Content-Ideen. Oh, da habe ich ja riesige Content-Ideen gerade. Da kann man ja mit anderen Creatoren einfach über Wochen verteilt für YouTube eine Serie machen. Sagen wir jetzt einfach mal, rein fiktiv, wir würden jetzt den Hubinader einladen und Nils Naujux und dann macht jeder ein YouTube-Video von seinem Stint. Und dann können die Leute aufgeteilt über eine Woche sich immer den Stint angucken und das Rennen verfolgen. Das ist ja das geilste Feature für Cross-Promo. Das ist ja ein richtig geiles Feature für Cross-Promo für Content-Creator. Das feiere ich ja ein bisschen. Paul, ich hab dich ganz verliebt, du hast gar nichts gehört, das musst du auch nicht rausschneiden. We are releasing it in a beta state. There may be some issues, but your feedback is going to be invaluable. Endurance racing is at the heart of Le Mans Ultimate, and we're looking forward to seeing how you compete with friends online to complete these objectives. Number two, save and load. The work on enabling longer races in Le Mans Ultimate also carries over to the single player experience. We've reworked the race weekend functionality to allow you to save your game mid-race. You'll now see that when you pit in single player, the game will pause and bring up the pit menu. So now you have more time to perfect your strategy rather than fiddling around with settings on the straights. That's cool. You can save your game during these pit stops and return with all of your progress intact. We also keep hold of up to 3 autosaves when you choose not to manually save at a stop. Number 3. Season Select. We've introduced a Season Select so that you can choose your opponents from either the 2023 or 2024 season. Nice. It's worth noting that for now the 2024 season features GTE cars instead of the GT3s. We'll progressively replace those with the first cars of that category expected at the end of this year. Number 4. Das haben sie ja schon gesagt. Ich finde das cool, dass sie jetzt wirklich immer schön nachschieben und dass wir auch ein Video haben zu den Patch Notes. Das finde ich geil.
Also für Singleplayer, Leute, gibt es ja einige da draußen, die lieber im Singleplayer fahren als online, weil sie das so ein bisschen stört. Ist das ja ein richtig geiler Patch. Also Singleplayer mit Kumpels fahren oder Kumpelinen oder Menschen, mit denen du das zusammen machen willst, ist ja mega geil. Plus, dass du das jetzt saven kannst im Singleplayer, das ist ja noch geiler. Jetzt können die Leute nämlich endlich mal ein Endo-Rennen fahren. Früher musste man auf der PlayStation die PlayStation wochenlang anlassen. Jetzt kannst du das einfach speichern. 4. Car Select. You'll also see we've replaced the Car Select screen with a more refined version. As we were adding more and more liveries and cars, it was becoming a little crowded. So now you can choose the year, class, then manufacturer, car number, and finally specific liveries for that team. Oh, geil. Hopefully you like the improvements here. Yeah. Number 5. Content updates. We've added all of the remaining 2024 hypercar liveries, as well as included the 2024 LMP2 skins to give even greater choice and opponent variety. Nice. Additionally, we've improved the force feedback normalization, so there shouldn't be such a variation in strength across the cars. The second pack of the... Oh, das ist ja auch schön, dass sie das Force Feedback jetzt ein bisschen angepasst haben, also dass das nicht mehr so doll piekt. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, da kommt noch was. Wir haben endlich die 4K Triple Screen Resolution gefixt. Bitte, Mann, ich will auch endlich meine Online-Rennen fahren, Mann. The 2024 Season Pass arrives in this release as well. The 2024 Hypercar Grid is now complete with the addition of the incredible sounds of the A424 Alpine LMDH car and the plucky independent entry of the Isotta Fraschini. They've both been built with a lot of love from our internal teams and with support from the manufacturers. We can't wait to get them into your hands. Oh, geil. The track featuring in Pack 2 is the Circuit of the Americas in Texas, US. Oh, nee, den braucht ja keiner. Also zumindest die Track Limits braucht keiner. Obwohl, eigentlich ist das schon geil. Okay, also kriegen wir Coda mit dazu und wir kriegen noch 2 neue Autos dazu. Nice. Das finde ich sehr gut. Say. The circuit made its reappearance in the wet calendar just a few weeks ago and adds a dynamic track to the growing roster. Its roller coaster climb and drop, the fast flowing Sector 1, and a technical and challenging Sector 3 will be hard to master. Number 6. Miscellaneous. Of course there are... solche Strecken versteckt man in einem kleinen Patch. Ja, du, aber also jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen. Der Patch klingt wirklich sehr gut bis dato. Also der ist schon ziemlich dick. Das machen andere Leute. Grüße gehen raus an die eine gewisse Bude, den ich kommuniziert. Da sehen die Patches nicht so aus. Are numerous things that we have refined and improved as well. An example of this is the car seat position save. This is now per car and not global. Yay! Dankeschön, das ist eine wunderschöne Änderung. Kann man jedes Auto customizen. Geil, das feiere ich. Finde ich sehr gut. We've also tweaked the AI so they're more adept at their fuel management logic and it'll also drive slower back to the pits after a session. For more details on all of the tweaks and improvements, make sure you read the full release notes. What's next? We're working on private servers with our friends at SimGrid. Soon you'll be able to... host your own server through their site or racecontrol.gg, which in time is intended to become a destination for all of your Studio 397 news, as well as interacting with your race results, schedules and more. With this, we're really looking forward to seeing leagues start up on the sim, so we'll also be delivering a broadcast overlay alongside this to support those communities that want to capture and share their racing live. Okay, die Overlays sind richtig sick. Okay, das ist richtig sick. Oh. Oh, oh, die Bra- oh, das finde ich sehr gut. Das sieht nämlich genauso im Real Life aus. Also sehr nah dran. I can't give you a super accurate time estimate, but it is likely to be available before the end of the year. Nice, das ist schön. Online Championships is a feature we're actively developing. This will allow racers to participate in a series of connected races for championship glory. Oh. The purpose is to increase the meaning of some online races. Daily races will continue to be available for more casual pickup races. When signing up for a championship, you must select a car that you'll stick with for the entire season. Ooh. For each round, you'll be given a number of attempts to score points. For the more advanced championships, you'll only get one shot.
Rank impact will be increased in these races, and in future, the championships are intended to be used to qualify for esports competitions such as the 24 Hours of Le Mans Virtual. Das finde ich sehr gut. Also ich finde das schön, dass sie als Entwickler selber daran arbeiten, dass Leute genug Zeug zum Fahren haben und nicht irgendwie also einfach auf so Multiplayer Open Lobbies joinen. Das finde ich geil. This feature is intended to be available for subscribers, which will fund the increased server usage and also stewarding of racing incidents in these events. Don't worry, do not panic, this is not going to become a subscriber-only game. But there are major uplifts to the experience that do require further investment. Okay, warte mal ganz kurz. Wir haben ja... Obwohl, nee, wir behalten mal die Pferde im Stall und machen jetzt nicht die Pferde verrückt. Wir warten erstmal ab. Das haben wir in der Vergangenheit gelernt. Wir warten erstmal ab, was da kommt. Punkt. Schauen wir mal. It's up to us to make this a valuable option for those that want to further support Studio 397 and get more from the LMU experience. Virtual reality. Oh! Development is still happening behind the scenes. It's still not in a full release state, but for those of you that actively use the hidden option, we have included a number of improvements for you to trial. Remember the netcode improvements we made in June? They've been performing well in public and allowing us to progress with one of the next great technical and user experience challenges, driver swaps and teams. More on that when we can, but it's likely to be early next year when we have a version that's available for the public. Okay. Community survey. And a huge thank you to the over 4,000 of you that participated in our community survey, helping us refine our roadmap for the future of Le Mans Ultimate. We can share the fact that championships were your most requested feature, and there's a lot of interest in some American series tie-ins. We'll see what we can do. It's also heartening to hear how many people want a console version, and this is something we still target, but can't share anything concrete yet. We know our advanced simulation can run on current consoles, and with the recent announce of PlayStation 5 Pro, we have plans to leverage this performance in future. But right now our focus is on continuing to develop a solid PC simulation. Pricing changes. Ist es denn vielleicht jetzt für mich wieder Zeit, mal reinzugucken? Vielleicht hat der Patch mein Problem gefixt, dass ich dann auch mal fahren kann? Okay, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen, was denn so die Preise sagen. Na dann, los geht's. A heads up to those of you still on the fence. We released the game at an introductory price that would be the lowest during early access development. On the 1st of October, to reflect the new features we brought to the game, that will be increased to €35. So you've got a bit of time to jump in after the update before the price goes up. We believe this is still an incredibly accessible price, and our objective is to get as many players into this growing platform as possible. Thanks again for your support and for your help on this journey. Das war's jetzt? Warte mal. Das ist also eine Preisanhebung von 5 Euro. Hope to see you on the track soon. Okay. Aber das klingt doch nach einem guten Update. Der hat die Bremse nicht gehalten. Das klingt doch nach einem guten Update. 24. September soll das rauskommen und am 1. Oktober kommt die Preiserhöhung. Das heißt, wenn man jetzt noch reinsläutet, dann ist das doch okay. Also bis dato nichts Schlimmes. Also sage ich, wie es ist, fand ich jetzt gut. Also wurden gute Änderungen angekündigt. Und die neuen Autos sehen gut aus. Mal gucken. Also ich gehe davon aus, dass sie sich auch gut fahren. Strecke. Noch wieder eine neue, ist auch prima. Bin gespannt. Also ich freue mich auf die ganzen Features, die angekündigt wurden. Ich sehe eine gute Zukunft für LMU. Ich sehe aber auch schon sehr viele Diskussionen um den Subscriber-Dienst. Mhm, da wird das Internet, die Simracing-Community wird mal wieder ein bisschen meckern. Gehe ich ganz stark davon aus. Mal gucken, aber das, da müssen wir auf jeden Fall erstmal abwarten, was da denn passiert, was das nachher kostet, was da alles inkludiert ist. Bevor wir jetzt wieder auf die Barrikaden gehen, müssen wir erstmal kurz den Ball flach halten an der Stelle. Ja, klingt gut. Freue ich mich drauf.